Fokus Japan mit Globetrotter. Am Spezialist für maßgeschneiderte Reisen weltweit. globetrotter.ch. Ich bin Patrick Rohr. Seit einer Woche bin ich als Fotograf und Journalist in Japan unterwegs. Ich hoffe, genug Stoff zu bekommen für ein Buch. Gestartet habe ich meine Reise vor einer Woche zu Tokio. Die letzten Tage bin ich im kleinen Bergdorf Ainokura im Westen des Landes. Jetzt bin ich unterwegs auf Onagawa im Nordosten. Es gibt einen Grund, warum ich genau in diese Stadt will. 2011 hat der Tsunami Onagawa komplett zerstört. Onagawa war ein lebendes Fischerstädtchen. 10'000 Menschen haben hier gewohnt. Der Tsunami hat alles geschleckt. Das gleiche Meer, das den Menschen so viel gibt, hat ihnen alles genommen. Leute sind hier zu Onagawa, um zu leben gekommen. Die Stadt hat sich vom Tsunami noch immer nicht erholt. Sag mal, das noch. Die Reste von den Häusern. Oh ja, ein Haufen Leute sind weggezogen und nie mehr zurückgekommen. Heute leben zu Onagawa ein Drittel weniger Leute als vor dem Tsunami. Früher war Onagawa ein beliebtes Touristenziel. Jetzt gibt es im Zentrum keine Hotels mehr. Meine Reisebegleiter Dennis Ginzig und ich müssen in einer Containersiedlung übernachten. Am nächsten Morgen sehe ich, wie weit der Wiederaufbau schon vorgeschritten ist. Der erste Eindruck, den ich gestern hatte, täuscht. Onagawa entsteht nicht unten am Meer neu, sondern vor allem rund um das alte Zentrum, an den Hängen. Zum Teil hat man in den letzten Jahren ganze Hubble neu aufgeschüttet, damit die Wohnhäuser in Zukunft vor dem Wasser sicher sind. Auch das neue Zentrum liegt höher als vor der Katastrophe. 8 Meter hat man hier aufgeschüttet. Wohnhäuser gibt es ja keine mehr, nur noch Läden und Restaurant. Der Bürgermeister sagt, das neue Zentrum soll ein Begegnungsort werden. Sie haben nach dem Tsunami beschlossen, dass Sie Bürgermeister werden von Onagawa. Üblicherweise fängt man in der japanischen Gesellschaft erst mit 60 an, Verantwortung für viele Sachen zu übernehmen. Ich glaube, dass meine Generation die Verantwortung für die ersten Schritte der Wiederauferstehung dieser Stadt übernehmen soll. In Japan gibt es viele Regeln, die einschränken. Wenn wir nach der Zerstörung hier einen neuen Ort freigestalten könnten, sehe ich das als große Chance. Wenn ich das richtig gehört habe, gibt es aber auch neue Perspektiven. Ich habe gehört, es ziehen junge Leute wieder in die Stadt. Was können Sie mir darüber sagen? Einheimische, die geblieben sind, haben neue Geschäftsideen. Und junge Leute kommen nun von außen hierher und starten hier in Onagawa ein neues Business. Wie zum Beispiel der junge Herr mit seinem Gitarrenshop dort drüben. Ich zeige es Ihnen. Der Yoshiaki Suda bringt dich eine Gitarrenlade vom Yosuke Kachiya. Er kommt aus Tokio und ist erst vor kurzem auf Onagawa gezogen. Konnichiwa. Konnichiwa. Patrick desu. Shashinka desu. Der Yosuke Kachiya macht mit seinem Team ganz spezielle Gitarren. Elektro-Gitarren für Rock, aber auch für traditionelle Musik. Und die Teile werden verleimt, nicht vernagelt wie normal. Was war für Sie der Grund, hierher nach Onagawa zu kommen, dieses Geschäft aufzumachen und hier Gitarren zu produzieren?
Als ich das erste Mal hierher kam, spürte ich, dass dieser Ort eine starke Energie ausstrahlt. Die Leute versuchten bereits, neue Geschäftsideen umzusetzen. Die Fischfirmen zum Beispiel möchten neu nach Übersee verkaufen. So dachte ich, diese Stadt ist ein wunderbarer Ort, um ein gutes Produkt herzustellen. Dieser Riff ist ein Gitarrenintro der Schweizer Band Gotthard. Gotthard? Ich bin Gotthard. Wow! Was für eine Überraschung. Der Bürgermeister ist ein Rocker. Er ist Gitarrist in einer Heavy-Metal-Band. Ich bin also sehr beeindruckt. Das ist ja richtig ein Rocker. Rockstar ist ne. An Gotthard komme ich nicht heran. Und woher kennen Sie Gotthard? なぜゴッタード。あの、やっぱりスイスでですね、一番有名なメロディアスハードロックバンドということで、ちょうどデビューしたてのあたり、の頃も僕たちはちょうど聞いてるんですね、日本のラジオとかで。 日本まで来たんですか？あ、ゴッドハードは何回も来てますよ。本当ですか？はい。じゃあ、世界的トップバンド aus der Schweiz und sie sind auf Japan gekommen und das ist das, was er gehört hat. Als Fan, als Konzert gegangen. Sind ganz bekannt gewesen. Und spielt dieselbe, ja. Danke Ihnen sehr gerne. Thank you very much. Arigato. Sechs Jahre nach dem Tsunami wohnen immer noch Menschen in Containersiedlungen. Kalt, eng und fast ohne Privatsphäre. Und die neuen Siedlungen im oberen Teil der Stadt sind zwar schön und modern, aber halt auch anonym. Am nächsten Morgen um 4:30 treffe ich im Hafen von Sashigahama, einem Vorort von Onagawa, den Nobuaki Aihara, einen Fischer. Der Nobuaki Aihara ist 47 Jahre alt. Er kommt vom Dorf. Die Fischzucht der Familie führt er in dritter Generation. Wir gehen zu den Fischfarmen des Nobuaki. Die sind nach dem Tsunami komplett zerstört. Insgesamt hat er 4 Tanks mit Fisch drin, jedem schwimmen 30'000 Silberlachs. 1 Tonne verfüttert er jeden Tag, kleine Brocken aus Gemüse, Mehl und Fischknochen. Am Nobuaki ist ein Bruder Sadao, hilft bei der Arbeit auf dem Meer. Es muss alles rassig gehen. Wenn die Sonne da ist, tauchen die Fisch relativ schnell in tiefere Gewässer. Jetzt, wo hier alles so friedlich ist, kann ich mir gar nicht vorstellen, was das Meer vor 6 Jahren plötzlich für eine unglaublich zerstörerische Kraft hatte. Wie hat das da in dieser Bucht ausgesehen, am 11. März 2011? Am Morgen ist das Meer noch sehr ruhig, hat er gesagt. Und wo der Tsunami kam, dann hat es auch noch angefangen zu schneien und dann war es sehr schlimm. Mhm. Und auf Hunemo?
Ah, das ist eine neue Schiffe. Als Schiff ist damals zerstört worden. Das ist kaputt. Das ist ein neues Schiff, ja. Ah, sein Vater ist auch im Tsunami ums Leben gekommen. Tsunami ist der. Ist er auf dem Meer raus? お父さんはその時に海の方にいたんですか? Er ist zusammen mit seinem Vater im Haus, als der Tsunami kam, und da sind sie zusammen geflüchtet. Ja. Aber es hat nicht mehr gelangt. Es hat zwar einen Alarm gegeben, sagt der Nobuaki, ungefähr 30 Minuten vor dem Tsunami. Doch sie haben schon so viele Fehlalarme erlebt, dass sie gedacht haben, es wäre dort jetzt mal nichts Schlimmes. Darum haben sie nicht schnell reagiert. Und wo sie reagiert haben, war es für den Vater zu spät. Der Nobuaki hat fast alles verloren. Immerhin haben sich die Fischpreise inzwischen wieder erholt. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima waren sie im Keller. Das Dorf hat man auf einem neuen Hügel weit hinter dem Meer wieder aufgebaut. Ein Haufen Menschen sind trotzdem weggezogen. Aber ihm gefällt es, sagt der Nobuaki. Die Siedlung sei kompakter als das alte Dorf. Und die Nachbarn haben heute mehr Kontakt untereinander als früher. Ah. Du siehst, hier ist noch der alte Damm. Unten. Jawohl. Jetzt haben wir einfach einen Meter Beton oben drauf. Ja. Das Meer ist eigentlich ihr Leben. Sie leben vom Meer mit den Fischen. Und gleichzeitig hat das gleiche Meer Tod und Verderben über ihr Dorf gebracht, hat ihnen den Vater genommen. Was haben Sie für ein Verhältnis zu dem Meer heute? Es gibt mir ein gutes Leben und Ertrag, wenn ich mich anstrenge. Trotz der Angst schätze ich das Meer immer noch sehr. Das alte Dorf war direkt hinter dem Damm. Auch das Haus der Familie Aihara ist hier gestanden. Cool, das ist genau da ist gestanden. Ja. Das war sein Land hier. Ja. In diesem Bereich. Wow. Gerade am Meer. Obwohl es im Moment sehr mühsam ist, bleibe ich, vor allem meinen zwei Töchtern zuliebe. Ich bin seit 30 Jahren Fischer und kann mir schlecht vorstellen, woanders zu leben, mit einem anderen Beruf. Natur, wo geht, aber er nimmt. Der Nobuaki musste lernen, mit ihr zu leben. Eines der wenigen Gebäude zu Nagawa, die nach dem Tsunami noch gestanden sind, ist das Spital. Es steht 16 Meter über dem Meer. Als man es vor 20 Jahren gebaut hat, haben wir extra geschaut, dass es hoch genug ist, damit es bei einem Tsunami geschützt wäre. Ganz gelenkt hat es allerdings doch nicht. Das Wasser ist 18 Meter hoch gestiegen. Das ganze Parterre hat es überflutet. Die ganzen Daten vom Spital, Patientendossiers, alles ist damals zerstört worden. So hoch ist das Wasser damals gekommen. Das Spital hat man nach dem Tsunami mit Spendengeld aus der Schweiz wieder aufgebaut. Neu hat man auf den obersten beiden Stecken das Alters- und Pflegeheim untergebracht. Ich darf hier fotografieren. Ich will mir das allerdings mit einem Einsatz als Hilfspfleger abverdienen. Bitte ziehen Sie für Ihren Einsatz die Angestelltenuniform an, die wir hier täglich tragen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns heute mithelfen könnten. Super, da freue ich mich sehr drauf. Danke vielmals. Sumimasen. Oh, konnichiwa. Vor meinem Einsatz auf der Alterspflegeabteilung kann ich mich beim Chef vom Spital vorstellen, Dr. Mitsuru Saito. Er war während dem Tsunami im Spital. Ich wollte von ihm gerne wissen, ob damals Menschen sind Schaden gekommen. Ja, es wurden Menschen aus dem Erdgeschoss weggespült.
Unsere Angestellten im ersten Stock kamen knapp mit dem Leben davon. Das Wasser drang ein, schwoll an und schwemmte sie an die Decke hoch. Sie hatten nur noch knapp 30 cm Luft über sich. Dann ließ das Wasser glücklicherweise nach. Sofort nach dem Tsunami war es schwierig zu begreifen, dass das, was sich vor unseren Augen abspielte, die Realität war und nicht etwa ein Albtraum. Ich glaube, dass Sie in der oberen Abteilung bereits einige vom Personal kennengelernt haben. Alle Angestellten, die an jenem Tag im Spital gearbeitet hatten, wussten zuerst nicht, was mit ihren Häusern und ihren Familien geschehen war. Trotz dieser bedrückenden Ungewissheit sind sie pflichtbewusst im Spital geblieben und haben sich unermüdlich um die Patienten gekümmert. Weil nach dem Tsunami viele Leute weggezogen sind, hat es nicht mehr so ein grosses Spital gebraucht. Dafür hat es Platz gegeben für ein altes Pflegeheim. Hallo alle miteinander. Wie schon am Morgen angekündigt, haben wir heute Besuch. Konnichiwa. Guten Tag. Dann schlage ich vor, dass wir nun unsere Übungen machen. Auch die Füße bewegen. Man hat mehr Platz gebraucht für das Altersheim. In Sanagawa gibt es wie in ganz Japan nämlich immer mehr ältere Leute. Soll ich helfen? Der hinten gerade. So. Auf der einen Seite ist das schön, auf der anderen Seite ist das Problem, weil gleichzeitig die Geburtenrate rapide sinkt. Darum sind heute Renten alles andere als gesichert in Japan. Okay. Dass die Menschen hier immer älter werden, hat verschiedene Gründe. Sie leben und essen sehr gesund und das Gesundheitssystem ist eines der besten auf der ganzen Welt. Bis vor nicht allzu langer Zeit haben die Eltern bis zum Tod bei ihren Kindern gelebt. Das ist heute in Japan immer seltener der Fall. Und weil es immer weniger Junge gibt, gibt es auch immer weniger Pflegepersonal für die alten Menschen. Lösen würde sich das Problem vermutlich nur, wenn es mehr Zuwanderung aus dem Ausland gäbe. Doch da ist Japan sehr streng. Die Hürden sind hoch, auch für das Pflegepersonal. Nicht einmal 2% der Bevölkerung in Japan sind Ausländer. Die Oberschwester Abe macht sich Sorgen. Wer soll sich in Zukunft um die Alten kümmern? Spüren Sie, dass es immer mehr alte Leute gibt in der Bevölkerung? Ja, tendenziell leben die Jungen nicht mehr bei den Eltern. Alte Menschen werden alleingelassen. Oft wohnt eine alte Person allein in einem Haus. Dazu kommt ein anderer gesellschaftlicher Trend. Immer mehr junge Menschen beschließen, als Single durchs Leben zu gehen. Es gibt immer weniger Junge, die heiraten. Wäre eine Lösung, dass einfach jede Familie wieder mehr Kinder hätte? Ich glaube, dass es mehr braucht als das. Wenn die heute verteilt lebenden Familien wieder wie früher zueinander finden und miteinander leben würden, dann würde wohl eine bessere Gesellschaft entstehen, denke ich. Es ist wichtig, dass die Verbindung wieder gestärkt wird zwischen einzelnen Leuten und den Familien und auch lokal im Dorf. Das ist der richtige Weg. Die Herausforderungen für Japan sind gross. Bis in 30 Jahren soll es im Land ein Drittel weniger Menschen geben. Und die meisten von ihnen sind dann im Pensionsalter. Ich habe keine Ahnung, wie sich ein Kollaps vor dem Land verhindern lasse. Ich habe im Alterspflegeheim von Agawa viel gelernt und viel gesehen.
Das Masaya Abe ist 100 Jahre alt. Sie hat in ihrem Leben viel gesehen. Es sind intensive Tage im Norden. Zwei Wochen bin ich jetzt schon in Japan. Der Dennis, mein Reisebegleiter, hat mir in dieser Zeit viele Türen aufgemacht und viele Begegnungen ermöglicht. Und er hat mir viel erzählt über die japanische Kultur. Doch jetzt müssen wir zurück in die Schweiz, zurück ins Büro. Am Bahnhof Tokio nehmen wir Abschied voneinander. Von jetzt an muss ich es allein arbeiten. Mit der Hilfe von lokalen Übersetzerinnen. Bevor ich weiterreise, habe ich mir allerdings am Bahnhof noch einen Job gemischt. Ich darf helfen, einen Shinkansen zu putzen, einen von diesen Hochgeschwindigkeitszügen. Das klingt jetzt ziemlich locker, ist es aber gar nicht, wenn man weiss, was für hohe Ansprüche man in Japan hat. Ein Supervisor von der Reinigungsfirma gibt mir einen Crashkurs. Das Wichtigste, sagt er, ist der Lumpen. Der muss richtig gefaltet sein. Und man muss noch richtig haben, sonst geht gar nichts. Ja. Ja. Aha. Hi. 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 Und dann lehre ich, wie man einen Zug und Passagiere richtig empfängt. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Reinigungspersonal begrüßt den Zug und Passagier mit einer Verneigung. Und dann geht's los. 3 Minuten haben Passagier Zeit zum Aussteigen und dann kommt das Kommando zum Putzen. Okay. Wie von Geisterhand dreht sich der Stiel in Fahrtrichtung. Und auch der Rest passiert wie von Geisterhand. Sieben Minuten haben wir Zeit für den ganzen Wagen. Zum Glück sind wir zu zweit. Ist gut. Die Kollegin ist schon viel freier weiter. Jetzt verstehe ich das System mit dem Lumpen. Macht schon noch Sinn. Aha. Arigato gozaimasu. Oh. Wir haben es geschafft. Also vor allem meine Kollegin hat es geschafft. 6 Monate lang ist sie, wie alle ihre Kolleginnen und Kollegen, in die Ausbildung gegangen, bevor sie zum ersten Mal allein einen Wagen hat dürfen putzen. Ich verstehe warum. Der Zug fährt pünktlich ab. Pro Jahr hat den Shinkansen zusammengerechnet nicht mehr als 1 Minute Verspätung. Vor Tokio reise ich weiter Richtung Fuji. Mit 3000 Metern der höchste Berg von Japan. Und das Wahrzeichen vom Land. Übernachten tue ich zu Fujiyoshida. Mittlerweile habe ich mich an Linksverkehr gewöhnt. Doch unterwegs zum Fuji habe ich plötzlich das Gefühl, ich habe eine Panne. Es geht einen Moment, bis ich begreife, dass die Trille im Asphalt eine Melodie erzeugt. Es sei ein Volkslied über Fuji, steht am Strassenrand. Der Grund, warum ich auf Fujiyoshida kam, ist eigentlich gar nicht der Fuji. Der wahre Grund sind Udon-Nudeln, eine japanische Spezialität.
Fushioshira soll es um die 60 Udon-Restaurants geben. Ein paar sind in der privaten Stube von der Familie. Ich will herausfinden, was das Erfolgsrezept von diesen Udon-Nudeln ist. Aber niemand will es mir verraten. Dann sagt mir es gäbe nur jemanden, der mit mir reden würde. Und der arbeitet im Supermarkt. Es ist der Rikia Nakano, ein 18-jähriger Schüler. An 5 Abend pro Woche arbeitet er in diesem Laden. Er will Geld verdienen, für sich bald seine grossen Träume zu erfüllen. Ah, hey. Arigato gozaimasu. Konnichiwa, konnichiwa. Der Rikia will ein eigenes Udon-Restaurant aufmachen. Ah, Nakano. Nakano-san. Nice to meet you. Wow, so, these are Udon-Nudeln. So, das sind jetzt also die Udon-Nudeln. Warum braucht es 3 Jahre, um zu lernen, wie man sie herstellt? Was macht es so schwierig? Neben den Nudeln geht es auch um die Beilagen und den richtigen Geschmack der Suppe. Das alles zu lernen ist gar nicht so einfach und kann sehr wohl 3 Jahre dauern. Der Rikia ist der Gründer des Udon-Nudel-Club an seiner Schule. Ich darf ihm morgen vorbeikommen. Zuerst soll ich jetzt aber noch ein bisschen den Fuji geniessen. Das ist die Schule von Rikia, die Barigaoka High School. Heute sind sie zu viert am Kochen im Nudelclub. Die beiden jungen Freuen, Aya und Rüdika, sind zum ersten Mal hier, wie ich. Hi. What's your name? Aya des. Aya des? Rüdika des. Rüdika. Okay, hi. Der Tsubasa und der Rikia sind schon seit Jahren dabei. Sie zeigen dich, wie man Udon macht. Tsubasa. Hello again. Great to see you again. Als erstes braucht man reines Wasser vom Fuji, ein spezielles Mehl und 5 Gramm Salz. Mit dem macht man den Teig. Okay. Oder Nudeln sind nicht nur Hand, sondern auch Füße gemacht. Aha. I can stand on it. Kann ich da wirklich draufstehen? Das ist eine neue Erfahrung für mich. Ich brauche Muskeln, die ich nicht mal gewusst habe, dass ich sie habe. So verdient habe ich mir das Essen noch nie. Okay, stop. Stop? Yes. Der einzige offizielle Udon-Club in Japan gibt es seit 10 Jahren. Bei der Gründung war der Rikia noch ein Bub. Aber schon damals haben ihn die Udon-Nudeln fasziniert. Und noch heute findet er jedes Mal, wenn er Udon-Nudeln macht, neue Tricks raus, um die Härte und die Textur der Nudeln zu beeinflussen. Sogar beim Schneiden kommt es auf Genauigkeit an. Die Leidenschaft von Rikia, seine Freude am Nudelmachen, berührt mich. Der Tsubasa bereitet inzwischen die Suppe vor. Er nimmt Sojasauce, ziemlich viel mehr als normalerweise bei einer Suppe. Und Misopasta aus der Region, auch von dieser recht viel. Und während die Suppe köchelt, zeigt mir der Rikia 2 Hefte. Es gibt ein Udon-Heft? Ja. Das bist du? Ja. Und wer macht das? Du? Oh ja. Ich bin wirklich beeindruckt. Woher kommt deine Leidenschaft? Vom Geschmack. Der geht mir direkt ins Herz. Sind sie schon fertig? Nein, noch nicht. Wie weißt du das? Sie glänzen, wenn sie fertig sind. Es gibt wirklich viele kleine Geheimnisse beim Udon-Machen. Bis zum Schluss ist der Rikia völlig konzentriert. Mit kaltem Wasser wäscht er die Nudeln ab. Thank you. You're welcome.
Meine ersten selbstgemachten Udon. Itadakimasu. Für den Geschmack kommen jetzt noch Bonito, das sind Thunfischflocken und Chiliflocken dazu. Die sind ziemlich scharf. Oh, only a little? Only this? Ah, yeah. It's very hot. Very hot. Wow, okay. Nudeln sind herrlich. Und dass man beim Nudeln essen darf, ja eigentlich sogar Müsse schlürfen, das habe ich ja schon früher gelernt. Ich freue mich, bald beim Rikki und Gini Beiz zu gehen, zu Fujiyoshida. Tag zu Nagawa beschäftigen mich immer noch. Und ich bin froh, dass ich bei den Nudelmacher am Füß von Fuji ein bisschen abschalten konnte. Endlich kann ich mal all meine Gedanken aufschreiben. Ich bekomme immer mehr ein Bild von Japan. Von Fujiyoshida reise ich weiter auf Kyoto, in die alte Kaiserstadt. Der Bahnhof von Kyoto sieht ein bisschen aus wie eine Räumstation. Als er vor 20 Jahren aufgegangen ist, hat man in Japan sehr kontrovers diskutiert. Die einen haben gefunden, er sei ein Schandfleck für die historische Stadt. Die anderen waren begeistert vom futuristischen Look. Kyoto ist eine sehr lebendige, moderne Stadt. Kyoto hat aber als einzige grosse Stadt in Japan auch noch einen historischen Kern. Der Grund, dass Kyoto immer noch einen alten Teil hat, ist, dass Kyoto im Zweiten Weltkrieg als einzige grosse Stadt in Japan vor den Bombardements ist verschont geblieben. Es ist Kirschblütenzeit. In Japan die wichtigsten Wochen im Jahr. Wir feiern den Frühling, der Anfang von allem Leben. In dieser Zeit Kyoto als Hotel zu finden, ist fast unmöglich, kann ich feststellen. Aber ich habe Glück. Konnichiwa. I would like to check in for one night. Yes. Im Kapselhotel 9 Hours hat es noch frei. Ja, eben, Kapseln. Okay. So. Hier ist der Lift. Für Männer und Frauen getrennt. Okay, red are the ladies. Rot ist für Frauen. Sein Name 9 Hours, 9 Stunden, hat das Hotel, weil man für eine Nacht in der Stadt nicht mehr braucht als 9 Stunden. Eine Stunde für die Toilette, 7 zum Schlafen, 1 zum Aufstehen. Alles ist reduziert auf das Wesentliche. Für das Gepäck hat es wenig Platz. Dafür gibt es ein Pyjama und Finken. Wenn ich jünger wäre, ich würde wahrscheinlich möglichst viel in einem solchen Hotel übernachten. Jetzt bin ich ganz ehrlich gesagt froh, ist es vorläufig mal eine Nacht. So stellen wir das im Weltall vor. Die Nacht ist kurz, aber dafür habe ich gut geschlafen. Ich bin froh, weil schon um 5:30 Uhr am Morgen fängt mein Tag an. Mit meiner Übersetzerin Toyo mache ich mich auf den Weg ins Dojo von der Yoko Okamoto, eine von der wenigen Kampfkunsttrainerinnen, die es in Japan gibt. Die Yoko Okamoto ist 62. Sie ist ein Aikido-Sensei, eine Aikido-Lehrerin und trägt den 6. Dan, den 6. schwarzen Gurt. Das heisst also, sie ist sehr erfahren und es ist ja ziemlich schnell klar, wer hier der Meister ist. I can sit on this one. Jetzt gab es zuerst einmal Zazen, eine Sitzmeditation. Während des Zazen sitzt du so. Die Augen sind nicht geschlossen. Ja, so ist es gut. Meine erste Lektion in Kampfkunst ist zuerst einmal Kunst, gegen mein Inneres zu kämpfen. ...40 Minuten im Lotussitz. Mich nicht bewegen, gerade ausschauen, in- und ausschnüffeln, Gedanken lassen und wieder gehen. Eine spannende Erfahrung.
Richtig zu schnaufen und zentriert zu sein, ist im Aikido sehr wichtig. Das finde ich ja schön, aber im Moment habe ich vor allem einfach mal den Krampf in den Beinen. Ich muss mir meine Fotos wieder mal abverdienen. Ich finde das gut, weil einerseits baue ich so eine Beziehung auf zu den Menschen und andererseits werde ich so Teil vom ganzen Geschehen. Weil ich noch nie Aikido gemacht habe und darum mit der Lektion wahrscheinlich mehr im Weg würde stehen als etwas anderes, helfe ich heute wenigstens beim Putzen. Ai ist die Harmonie. Yes. Ki ist die Energie. Yes. Spirit, energy. Do ist der Weg. Okay, the path. The path you have to go. So, Aikido ist also der Weg, die Energie zu harmonisieren. Zu harmonisieren mit der Natur und jedem einzelnen Individuum und Ding, das auf der Welt existiert. Individual things which exist in the world. Yes. That's it. Die Schülerinnen und Schüler von der Yoko, die kommen aus der ganzen Welt. Sie bewegen sich wie in einem Ballett. Alle scheint jede Bewegung klar zu sein. Niemand redet das Wort. Du arbeitest ohne Worte. Folgen sie dir einfach? Wie kann ich die Natur und all die schönen Dinge erklären? Sie sind einfach schön. Du musst sie sehen und fühlen, wahrnehmen. Das ist im Grunde dasselbe. Es gibt nichts zu erklären für mich. Ich werfe sie und sie müssen es fühlen. Der Weg des Aikido ist, zu akzeptieren, ohne sich daran zu klammern, ohne Widerstand. Mhm. Ergibt es Sinn? Not yet. Noch nicht. So, angry. Ja. Wenn du aggressiv bist und ich werde auch aggressiv, dann knallt es. Wenn du wütend bist, brauche ich aber nicht wütend auf dich zu sein. Ich akzeptiere es und lenke es um. Wir sind zwei Personen. Ich kann dich und mich aber auch aus der Perspektive einer dritten Person beobachten, wie wenn ich uns in einem Film sehen würde. Wenn du also wütend wirst, brauche ich das nicht persönlich zu nehmen. Genau das geschieht auch in der Sitzmeditation. Gioka sagt, Aikido müssen wir erleben, fühlen, nicht verstehen. Wow. Eigentlich wie eine Fotografie. Das heisst ja nicht von nichts. Ein Bild sage mehr als 1000 Worte. Würde Aikido mein Leben verändern? Ich weiß nicht. Was möchtest du denn verändern? Vielleicht würde ich ein bisschen ruhiger, konzentrierter, geduldiger. Genau darum geht es beim Aikido. Langsam verstehe ich, Aikido ist also viel mehr als Sport. Es ist eine Persönlichkeitsschulung. Und man lernt, mit körperlichem Training auf Situationen richtig zu reagieren. Mit Klarheit, Respekt und eigener Stärke. Great. Ohne Aggression. Just have to have a look at it. Genauso erlebe ich Gioko. Eine faszinierende Freude. You don't have your glasses. But I think they're good. Kyoto hat eine unglaublich lebendige und vielfältige Beizenszene. Mir fällt es heute Abend ziemlich schwer zu entscheiden, was ich essen will. Ich gehe in ein Izakaya. Wörtlich übersetzt heisst das Sake-Laden zum Sitzen. Was mir hier gefällt, ist, dass man eine ganze Haufen verschiedener kleiner Gerichte auswählen kann. Ich habe wieder viel erlebt, die letzten zwei Wochen. Zu Nagawa hat der Bürgermeister plötzlich angefangen zu rocken. In der gleichen Stadt habe ich die 100-jährige Frau Abe fotografiert. Und der Fischer Nobuaki, der beim Tsunami alles verloren hat.
und ich habe Yoko kennengelernt, die mich sehr beeindruckt hat. In der nächsten und letzten Folge unterwerfe ich mich den strengen Riten von einem Zen-Tempel. Dann gehe ich auf Okinawa, eine Insel im Süden. Hier im Dorf Ogimi leben die ältesten Menschen der Welt. Oh, you're so nice. Arigato gozaimasu. Sie haben mich sehr herzlich empfangen. Und das allerunterste im Süden auf der Insel Ishigaki lerne ich den Bootsmacher Tomohiro kennen. Er nimmt mich mit in sein tropisches Paradies. Japan mit Globetrotter. Am Spezialist für maßgeschneiderte Reise weltweit. Globetrotter.ch